Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Prey. Und jetzt versuchen wir erstmal den Reaktor hier herunterzufahren und wieder neu zu starten. Aber dafür brauchen wir eine Schlüsselkarte. Ich habe wirklich null Ahnung, wo die sein soll. Operator herstellen. Kein Passwort gefunden. Das darf ich jetzt auch nochmal hacken, oder was? Cool. So. Können jeweils drei Stück herstellen. Beantragen neuen Operator. Beantragen neuen Operator. Trainstar, Co-Trainstar, 416, 416, bereit zum Einsatz. Und hier sind noch Geschütze. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Wieso sind hier noch Geschütztürme? Ich denke mal, hier kommt ein riesiger, wirklich ein großer Fight. Okay, wo finden wir die Keykarte? Die leben noch. What? Okay, wartet. Der Funkhörer. Schönes Licht. Okay. Lass uns die Tür aufkriegen. Ich gehe einfach hier hoch. Gehen hier hoch. Gehen hier rüber. Mach den hier. Und machen das Ding auf. Und Rinder. Okay. Für die richtige Reihenfolge. Photovoltaik. Gravitation. Lebenserhaltung. Statt einleiten. Substationsstromnetz offline. Photovoltaikringe offline. Lebenserhaltung offline. Magnetosphäre offline. Offline. Abschalter. Reaktor in 3, 2, 1. Reaktor erfolgreich abgeschaltet. Einleitung auf Reaktorzündung in 3, 2, 1. Gravitation online. Lebenserhaltung online. Magnetosphäre, Achtung. Reaktorinitialisierung unterbrochen. Notstromversorgung wird eingeleitet. Oha. Connelly, der Idiot sollte die Ableiter schon vor einer Woche prüfen. Alles klar. Morgen, Sie müssen die reparieren. Oder mit viel Glück nach einem Ersatz suchen. Pass auf, und da kommen jetzt irgendwelche. War sowas von klar. Oh, wir sind im Reaktor, cool. Warnung, Strahlenschäden entdeckt. Ärztliche Hilfe empfohlen. Ja, ist ja. Ableiter. Aha, war ich das hier schon aufgemacht? Oh. Okay, es ist ziemlich dunkel hier. Machen wir mal ein bisschen Licht. Jetzt, wo die Magnetosphäre offline ist, kann sein, dass wir vom Sonnensturm getroffen werden. Das heißt Beeilung. Passt auf, und jetzt kommt gleich etwas. Das heißt, irgendwie von. Ja, guck mal, hier sind Kanister. Medkit. Anti-Radiations, EMP-Ladung, Schrotpatronen. Okay, es geht ja gleich zum Kampf beim nächsten Versuch. Ich wusste es. Das war's. Ich leite Strom zu den Aufzügen und den Luftschleusen.
Aber da sind Spannungsschwankungen und Lecks in der Kühlmittelkammer. Passen Sie auf dem Rückweg auf. Es könnte noch mehr beschädigt sein. Oh, es sind zwei von denen. Ich verstehe. Du hast alles zurückgesetzt. Die Talos 1 steht dir offen. Clever. Warte, heißt das jetzt auch Karte? Ja, die Türen sind alle offen. Wagt aber clever. Gut, dass sich einige Dinge nicht geändert haben. Ich werde mich dir nicht mehr in den Weg stellen. Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Alles. Komm hoch in mein Büro. Morgen, waren Sie das? Egal, was Sie gemacht haben, es war übel. Ups. Wenn das eine Art Rache sein sollte. Strom läuft gleich wieder. Das heißt, der Aufzug sollte auch wieder gehen. War das nicht so geplant? Oh fuck, wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen? Soll ich jetzt Treppen laufen oder was? Wieso hat der Geschütze um sich? Warte, ich kann doch bestimmt ein Geschütz manipulieren, dass es ihn anschießt. Ich habe keine PSI, okay. Ja, dann gehen wir mal hoch. Take mal ganz kurz eine Anti-Radiation. Tja, die würde uns sehr schmecken. Und dann kommen wir hier nicht hoch. Warte mal, wo ist denn die Haupttreppe? Ah, I see, ja, ja. Okay, dann machen wir einmal hier Whoop. Und Whoop. Und Whoop. Und Whoop. Damit das hat nicht so gut funktioniert. Da haben wir mich zu schießen, ihr Scheißteile. Niemand mag euch. Ah, der Typ hat auch welche. Oh. Der ist ein bisschen sehr tief gestürzt, aber wer hoch hinaus will, fällt tief, ne? Oder wie sagt das Sprichwort? Okay, let's see. Big, big, big brain time. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch genug Schuss, das ist gut. Na komm. Tada! Mutter, was ist jetzt gerade passiert? Wieso wird es wieder dunkel? Der Reaktor leuchtet noch. Lol. Oh Gott! Im Himmel. Scheiß Mimics. Ey, keiner mag euch. Okay, wir sind fast oben. Kann ich eigentlich so noch weiter hoch? Ich kann. Passt mal auf. Ja, am besten nicht so. Tada! Wir gehen einfach so das Treppenhaus hoch. Einfach mit Glue hochschießen. Und da sind wir. Boah, Alter, das war eine Qual, hier hochzukommen. Vorsicht, Morgan. Der Neustart des Reaktors hat den Gasalarm in der Kühlmittelkammer ausgelöst.
Die Turbinen sind wasserstoffgekühlt und jetzt undicht. Der nächste Schuss wäre ihr letzter. Sie könnten genauso gut auf eine Granate feuern. Okay. Ja. So, haben wir das Ding schon mal fertig. Brauchen wir nicht, glaube ich. Sehr gut. Sie haben langsam Ahnung von Technik. Ah, ja, jetzt ja. Zum Aufzug, bevor ich vor Ihren Augen sterbe. Meine Lungen haben schon genug zu kämpfen. Welche Schieße? Passiert das wirklich, dass ich da nicht drauf gehe? Wie geil. Einfach. Yo, das ist geil, dass sie es umgesetzt haben. Das ist cool. Gefährliche Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Warnung. Gefährliche Gaswerte. Warnung. Gefährliche ja, ich hab's kapiert. Entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. So, ich wollte gerade sagen, wir machen den Trick mit der Glukkanone hier. Ah, der, ich muss das nur richtig hinkriegen. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Waren. Aua. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte Junge, ist diese nerviger als... Junge, woher kommt der Schuss? Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie... Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Das reicht mir. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. So, danke schön. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. So. Dann auf zum. Ganz zurück endlich. Boah. Oh. Was ist hier hingekommen? Zurück? Haben die Aufzüge repariert? Ach, danke. Jetzt kann ich mich frei bewegen. Sie? Nicht so ganz. Sie sind in der Lebenserhaltung. Welch ein Witz. Aalbecken. Wo ihr Tri-Star ist, ihr kommt klein gehackt und in neuen Farben. Klärsystem. Auch das ist ein Witz, wie ich finde. Oh, Michaelas Medizin. Okay, ich weiß, das ist jetzt ziemlich dumm, was wir machen. Achso, nee, okay, da kann ich nicht machen. Dieses Ding ist, nicht so gut. Hi. Oh je. Auf in die Lobby. Puh. Ah, wir sind hier. Ja, mit seinem blöden Recycler. So, wir wollen ins Laboratorium. Ja, ne, stopp, fährt doch erst in. Egal.
schon geil aus, ne? Das Riesenviech ist jetzt zumindest unten. Eine gute Nachricht. Ah, noch so ein Ding. Ich schicke dir den Code zu meinem Gravitationsschacht. Sofern er noch funktioniert. Hey Lane, hier ist Gas vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer. Das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner. Sie wissen es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer? Ja. Fragen Sie doch in der Technik. Hab ich schon. Ich hab alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Seltsam. Gut. Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mich. Oh, leck. Das wäre wunderbar. Danke, Lane. Ja, kein Problem. Das wird jetzt spaßig, da hochzukommen. Warte mal, wie komme ich da hoch? Ah, hier. 2, 4, 6, 7. Alter, sind hier viele Monster. Ich wette, es ist eine Falle. Das ist safe eine Falle. Morgen. Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Lass uns erst ganz kurz. Wir haben 10 Stück. Hacker Level 4. Ach nein, ich wollte... Nicht wie versprochen. Ach, egal. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sieh es dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon reingehackt hast. Erika, hier spricht Kirk Rammer. Wir sind in Fluchtkapsel 8-9. Es kann losgehen, aber die Startsteuerung reagiert nicht. Haben Sie alle Schritte des Startvorgangs exakt befolgt? Ja, es kam sogar ein Warnton, aber die Luke schließt sich nicht. Die Abtrennung ist nicht möglich. Warten Sie. Ich schaue mir die Pläne an. An den Sprengbolzen sollte es einen Sensor geben. Erika, bitte beeilen Sie sich. Ich sehe alle Kabel, aber warten Sie. Das kann nicht stimmen. Können Sie uns von dort aus starten? Können Sie wenigstens die verdammte Luke schließen? Nein. Ich glaube nicht. Gibt es vielleicht eine Kurbel? Rammer. Rammer, haben Sie verstanden? Okay. Aber bevor wir jetzt das letzte Video anschauen, würde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Wir sehen uns vielleicht zum finalen Part wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.